Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Als Sammler hat man manchmal Glück. Gut, manchmal hat man auch Pech und verpasst irgendwelche Dinge, aber mir ist mehr oder weniger beides zuletzt erst passiert. Bei Cape Light kaufe ich ja die meisten Mediabooks nicht immer gleich beim Release, sondern warte vielleicht, bis ich sie irgendwo in günstigerer Aktion sehe, mit Ausnahme halt von Titeln wie The Sadness, Project Wolf Hunting oder sonst welchen, wo ich davon ausgehe, dass die relativ schnell ausverkauft sein werden, wo ich allerdings nicht damit gerechnet hatte, dass das so schnell weggeht. Das ist das Mediabook gewesen von Conan der Zerstörer. Und plötzlich war es weg. Genauso wie auch, ich glaube, das Over-the-Top-Mediabook, das mittlerweile bereits ausverkauft ist. Da hatte ich allerdings dann noch das Glück, dass ich mir das relativ zeitnah schnappen konnte. Aber bei Conan war es dann jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile weg. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das wirklich realisiert hatte. Nämlich erst letztens hat irgendjemand Cape Light auf Facebook gefragt, wie das ist mit der Emery-Neuauflagen. Und dann haben sie, glaube ich, zuerst was gesagt. Ja, dazu müsste zuerst einmal das Mediabook ausverkauft sein. So wie zuletzt bei... Und ich dachte, den Conan habe ich noch nicht, das ist blöd. Hab dann überlegt, mein erster Gedanke war tatsächlich, obwohl der österreichische Mediamarkt Online-Shop eine absolute Katastrophe ist. Und wie gesagt, falls euch irgendwann einmal Fahrt ist, gönnt euch den Spaß, gebt beim mediamarkt.de in das Suchfenster ein Mediabook, notiert euch, wie viele Mediabooks hier vom Mediamarkt gefunden werden und dann macht denselben Schmäh auf der mediamarkt.at-Seite noch einmal. Es ist ein absolutes Grauen. Ich glaube, nicht einmal 20% von dem Sortiment, was in Deutschland angeboten wird, gibt es auch bei uns. Deswegen schaue ich dort normalerweise auch gar nicht, aber im Fall von Conan habe ich mir gedacht, naja, nutzt nichts, schaut's nichts, habe es probiert und tatsächlich hatte der Mediamarkt in Wien Mitte noch nicht nur eines, sondern tatsächlich sogar noch drei Exemplare. Sie waren dort übrigens für 29,99 ausgeschildert und online für 28,70. Das hat mir dann der wirklich, wirklich nette Verkäufer in der Medienabteilung sogar noch gleich einmal angepasst. Aber da hatte ich wirklich Glück, ein ganz, ganz kurzer Umweg mehr oder weniger hat gereicht, um hier dieses Mediabook zu holen. Aber das war nicht das Einzige, was ich mir da tatsächlich heute beim Mediamarkt gegönnt habe. Nein, 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 nein. Ich habe natürlich noch weiter nach Schnäppchen gesucht und da kam ich auf diese klassische Schütte mit den reduzierten Sachen. Und ich muss ja sagen, wahrscheinlich hat es der ein oder andere schon mitbekommen, dass ich ab und zu ganz gerne auf der PlayStation mir leichte Platin-Trophies hole und dafür auch Spiele, die man, wie soll ich sagen, freiwilligerweise normalerweise nicht angreifen würde. Case in point, My Little Pony. Holy freaking hell, ich habe tatsächlich wirklich fast Angst davor. Jetzt kannst du Equestria erkunden. Ganz ehrlich, Equestria, das klingt nach einer Hautkrankheit. Neue My Little Pony Freunde treffen und die Magie des Maritime Bucht Festivals wieder aufleben lassen. Kann man diese Pferde eigentlich faschieren und zum Leberkast Peppi schicken? Ach, das wär mein Zugang zu der ganzen Geschichte. Aber nein, das ist irgendein kleines Minispiel, das ganz, ganz, ganz furchtbar sein wird wahrscheinlich, aber wie gesagt, angeblich eine ganz leichte Platin für 2 Stunden. Sie hätten dort sogar noch ein paar andere Spiele gehabt, um 10 bis 20 Euro, aber die hätte man dann tatsächlich länger spielen müssen. Irgendein Touristenbus-Simulator-Grützenzeug. Das hätte dann irgendwie an die 20 Stunden gedauert. Das ist es mir definitiv nicht mehr wert für irgendeine billige Platin, wenn man ja eh schon quasi 30 neue 1-Minuten-Platins pro Woche aus dem PlayStation Store ziehen kann, aber das war wieder irgend so was, wo ich mir gedacht habe, vielleicht hat man irgendwann einmal eine nette Runde versammelt um die PlayStation. Irgendwer sagt, wollen wir mal was zocken? Yep. Es hat sogar einen Zweispieler-Modus. Hier, bitte sehr. Aber das auf jeden Fall mal ganz kurz meine Ausbeute vom Mediamarkt. Das eine, was ich wirklich wollte, und das andere, das mir mehr oder weniger zufälligerweise dann noch mit in die Tasche galoppiert ist.